Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Left 4 Dead Anime Moception blablabla. Jo, ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein Video heute. Also heute ist Montag, ja. Übers Wochenende kamen keine Videos, da ich ehrlich gesagt nicht groß Lust hatte, übers Wochenende ein Video zu machen, weil ich ein bisschen gestresst war und auch sonst nicht groß extrem viel Bock hatte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich keinen Bock habe, dann bringt es auch nicht, was groß aufzunehmen. Denn sonst habe ich, ja, denn sonst fake ich irgendwas und das würde ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, jetzt nehme ich wieder auf und jetzt geht es mir ein. Also es ging mir eigentlich schon super, aber ja, ich hatte irgendwie nicht groß Bock und das, weil ich weiß auch nicht, warum das groß kam. Also ich würde sagen, dann machen wir gleich vom Unter weiter. Wir müssen jetzt los. Ich höre da irgendeinen asiatischen Zombie. Hier sind Granaten. Okay, was ist Splittergranaten. es da? Splittergranaten, Alter, was sagt die Splittergranaten? Das ist Spezialmunition. Setze Granaten ein. Sprengladung, was hat die? Nimm Splittergranaten. Alter, was hat die alles dabei? Willst du mich verarschen? Zweimal. Granaten. Zweimal liegt Splitterladung an einem Mod. Haben das die Mods verursacht oder wäre das auch sonst so gewesen? Denn Alter, sowas hatte ich jetzt wirklich noch nicht. Den Wichs hatte ich doch schon abgeballert. Die brauchen wir bestimmt. Da kommt er. Sich auf den Weg Danke. runter. Durch den ganzen Gang hat mich der Wichser durchgebasht. Alter, Ernsthaft, was seid ihr bösen Zombies manchmal auch für Arsch? Für Ärsche. So, gerade mal wieder selbst heilen, damit ich wieder vollgehebelt. Oh, meine Charakterin sieht diesmal sehr schön aus. Ich bin diesmal wieder die Rochelle, also ich habe die Rochelle genommen und der Mod heißt Neptunia 8-Pack, glaube ich. Und ja, noch zum letzten. Ernsthaft jetzt, der Pack-a-Punch-Modus für die Spaß ist so gemacht, Ich sehe dass keinen. egal mit welcher Shotgun der nachlädt, die Munition sieht wie bei der Spaß aus, egal mit welcher. Sehr realistisch, weil alle Schrotflinten die gleiche Munition haben. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, ja, wegen der einen Musik, die ich letztes Mal benutzt habe, den einen Sound, ich hoffe, da bekomme ich keine Probleme damit. Als ich in die Safe Zone reinging, hat man so einen Sound gehört. Das war vom Anime Kyokai no Kanata und den habe ich mittlerweile übers Wochenende auch selbst angeguckt. Ja, das habe ich übers Wochenende gemacht. 4 Stunden Anime reinziehen for the win. Oh yeah. Das liebe ich einfach so am Wochenende, ganze Staffeln von Animes reinzuziehen. So habe ich letztes Mal bei Chunibyo Koigashita, heißt er, glaube ich. Oh, Okay, kompliziert jetzt geht's los. japanische Namen, schwierig zu Chunibyo, sprechen. ihr habt doch die Poster gesehen. Von wegen Foto mit Chunibyos Lange. Okay. Granaten ein. Das Ding ist hier. Cool. Finden und schon haben wir ein Fluchtfahrzeug. Okay, Plan Ich A. hoffe, die Wir nehmen alle suchen die das Auto. Munition. Plan B. Wir warten hier, bis wir verrecken. Die Türen aufgehen, rammelt ihr los und sucht Benzin. Oh shit. Wir brauchen Benzin. Auffüllen. Los, Füll. los. Okay, ist die Ladung ist schon rein. Cool, der hat Hanna getötet. Ich hole am besten wahrscheinlich. Ich glaube, es ist am intelligentesten, wenn ich das so mache, dass ich alle. Ja, das ist eindeutig. Das ist eindeutig am intelligentesten, wenn ich mit der Shotgun rauflaufe, mir alle Benzinkanäste, die ich momentan in der ersten Etage oder zweiten finden kann, runterwerfe und die dann einfach einmal wiederholen gehen.
Oh, die Scheiße und rennt, Zombies. Besten einfach mal alles anzünden, das man findet. Okay, wir sind unten. Ich möchte gerade noch keine Zombies, wenn es geht. Das ist extrem geil, dass es da so viele Boomer-Kotzen gibt. Da kann man die alle runterwerfen und dann rennen die Zombies einfach alle wie die behinderten Typen runter. Und dann hat sich das Problem von selbst gelöst. Problem lösen auf eine schlaue Art und Weise. Und da werfe ich gleich nochmal Kotze. Rennt einfach durch. Scheiß aufs Bitter, scheiß auf. Hier sind Waffen. Alter, renn. Rennt, rennt, rennt. Alter, diese idiotischen. Wie komme ich hier wieder raus? Ich muss hier unbedingt weg. Und auf die nächste Treppe kommen. Aber nein, scheiße. Okay, das ist nur diese Etage, da komme ich nicht mehr groß weiter. Das heißt, Jump'n'Run Action angesagt. Oh fuck. Ich habe da ernsthaft keine Zeit dafür. Nein. Ain't nobody get time for that. Okay, das sind so verdammt viele Zombies. Da fühle ich mich gerade nicht unbedingt so. Oh ja, es kommt tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass dieser Sound so extrem passt. Deshalb bin ich mich froh, wenn der extrem leise im Hintergrund läuft. So dass man ihn nur extrem knapp hört. Weil ich habe sonst Angst, dass ich fucking Copyright-Problem bekomme. Aber ich bin froh, dass die Mods hier alle funktionieren. Jop, der ist tot. Hört man die Musik noch? Ich weiß nicht. Nope, ich glaube leider nicht mehr. Du willst mich verarschen, oder? Und dann stecke ich den Scheißbenzin. Oh fuck, Alter. Okay, ja, ich habe vorhin den Musikmod eingebaut und dann. Und zwar war das der 115 Musikmodus und zwar. Also 115 von Kino der Toten aus Black Ops 1. Und ihr wisst ja, ich spiele auch ab und zu auf meinem Channel. Ich spiele auch manchmal auf meinem Channel sehr gerne Zombie-Mode und deshalb dachte ich mir, so ein 115 Zombie-Mucke passt noch schön. Also die Mucke ist von Elena Siegmann, aber ich hoffe jetzt wirklich, dass man das nicht gehört, weil sonst kriege ich Probleme und ich möchte keine Probleme so früh auf meinem Channel, weil da würde ich mich nicht gerade so wohlfühlen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, da würde sich keiner wohlfühlen. Nimm einfach das hier. Einfach nehmen, runtergehen. Jo, ich glaube, es sollten genug sein. Oh fuck, oh, ich bin. Alter, ich brauche jetzt unbedingt Beschützung. Hä,
Halt dich, schnell. Ja. Einfüllen, schnell. Alice, ich hoffe, du kommst klar. Ja, Neptunia, ich muss doch so viele Animes gucken. Sorry, ich gerade so konzentriert war, aber die Map hier finde ich meistens recht schwierig. Aber wenn man es jetzt ohne Taktik macht, ist es noch 20.000 Mal schwieriger. Oh ja, das reicht gut. Oh, geil. Dann habe ich schon bald geschafft mit dem Map hier. Das heißt dann, wir... Oh, fuck it. Holy shit, Tank. Ich fülle jetzt einfach die restlichen ein. Ernsthaft jetzt! Aus der oberen verficken jetzt. Gut, Tank ist down. Nein, ich habe keine Zeit für den. Ich dachte, ich habe keine Zeit, aber nein, ich kill trotzdem den Jockey, weil ich meine Teammates schützen will. Wenn es um sowas geht, bin ich dann manchmal schon ziemlich nett. Und der habe ich gerade so geil die Beine weggefetzt. Oh, guck mal, die Zombies wollen kommen. Oh, wie süß, die Zombies wollen kommen. Guck mal, was gleich passiert. Gleich haben wir es nämlich geschafft, dann können die Zombies ihre Fresse halten. Ich nehme mir vor, noch eine geile, ein geiles MG und... Hasta la vista, Bitches. Coach? Ende geschafft. Das war's. Oh yeah, geile Map. Wuhu. Fucking Gangster Mode. Elf Minuten haben wir nur gebraucht dafür. Okay, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffen werde. Verbrauchte deine Lean-Schüsse 0, benutzte Defibrillatoren 0, verbrauchte Rohrbomben 0. Molotov-Cocktails habe ich 2 geworfen, das waren die dort oben. Behälter Megale 3, aber die haben extrem gut geholfen. Ah, jeder hat einen Hunter getötet, das waren 4 Hunter im Gesamten, okay. Boomer wurden 2 gekillt, Smoker habe ich einen gekillt, Charger habe ich und Coach hat 2 geschafft. Jockeys habe ich keinen, getötetes Spitter habe ich auch keinen. Gewöhnlich Infizierte nur 60, die Bots waren alle besser als ich. Hat dann wenigstens Schaden erlitten, da bin ich der zweitschlechteste, fuck. Hat am meisten Verbündete getroffen? 4. Scheiße. Hat die Witch am meisten gestört? Da gab's keine Witch. Hat die meisten Verbündeten wiederbelebt? Hat die Verbündeten. Hat die meisten Verbündeten geschützt? Hat die meisten Verbündeten geheilt? Genauigkeit insgesamt 11%. Epic Fail. Kopfschüsse Potenzial 14%. Kopfschüsse, okay. 281 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Oh ja. Wer mag's bitte nicht, wenn Zombies verletzt werden? Okay, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Einzelspielerkampagne wieder. Bis dann.